Oh, der Ball ist locker da. Ich glaube, ich habe heute einen wirklich schönen Tipp für dich. Einen, der deinem Schwung besser machen wird. Der wird besser aussehen. Dein Rhythmus wird besser sein. Und du wirst auch in der Lage sein, mit schwierigeren Schlägen wie Eisen 4 oder ein Holz 3 zu spielen. Aber ich denke, am besten wirst du es mit dem Driver finden. So, es geht eigentlich um den Rhythmus. Und das sieht man so viel bei Golfern wie Rory McIlroy und Co., dass wenn sie über den Ball stehen, denken sie erstmal nur Ball. Da sind keine Schwunggedanken. Aber die machen es mit einer Schwungbewegung. Das ist nicht ein Rückschwung und dann ein Abschwung mit vielen Sachen im Kopf. Es ist eine fließende Bewegung, leicht nach rechts. Bevor sie den Rückschwung enden, sind sie schon auf dem Weg nach links. Dann wird gedreht, gestreckt und durchgeschwungen. Von Anfang bis zum Schluss ist es eine Bewegung. Und ich möchte, dass du so bald wie möglich es ausprobierst, zu schwingen, dass du nirgendwo im Schwung Druck machst. So, das bedeutet, du darfst den Rückschwung ein bisschen zügiger starten. Das ist, was Bryson DeChambeau immer sagt. Er muss zügiger ausholen, damit er mehr Geschwindigkeit beim Abschwingen hat. Ich will aber nicht, dass du haust. Ich möchte, dass du locker ausholst und dann guckst, dass du dein Gewicht auf die andere Seite bekommst und durch den Ball schwingst, ohne irgendwo Druck einzusetzen. Und ich weiß, dass 99% von Golfern von hier Druck einsetzen. So, ich werde druckfrei schwingen und schauen, wie es aussieht. Also vom Boden, Eisen 4. Es ist einfach Wahnsinn, was für ein Schlägerkopfgeschwindigkeit da war und wie dieser Ball abschoss. Und das muss ich zugeben, ist auch neu für mich, eine Bewegung zu machen und nicht beim Abschwingen etwas mehr Gas einzusetzen. Ich werde es jetzt mit dem Driver machen und schauen, ob ich dieses Par 4, ich spiele vom Darmabschlag, treffen kann mit dem gleichen Gedanke. Okay, ich spüre den Rückschwung, wie ich auf der linken Seite komme und release mein Körper und Hände. Nirgendwo werde ich schneller. Oh, der Ball ist locker da. Es macht wirklich Spaß, so zu schwingen. Und man sieht sofort, dass der Schwung, und man spürt, dass der Schwung weich ist, gleichmäßig ist und da ist Geschwindigkeit. So, nirgendwo im Schwung stoppen. Guck mal, dass du die ganze Zeit in Bewegung bist. Und so früh wie möglich, nachdem du den Rückschwung gemacht hast oder während schon des Rückschwungs auf die linke Seite kommen, damit du durch den Ball schwingen kannst. Versuch es. Eine Bewegung, keine zwei. Ein Rhythmus und ich denke, es wird dir gefallen. Tschüss.